Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute möchte ich euch eine Osterbox zeigen. Für kleine Ostereier. Die sieht so aus. Und ist hier aufgeteilt in 5 Fächer. Kann man dann befüllen mit kleinen Ostereiern. So zum Beispiel. Gesehen habe ich das bei Evasion Kreativ und das wollen wir heute nachbasteln. Wir brauchen eine Skizze, und Farbkarton. Der Farbkarton richtet sich ja immer am Designerpapier aus, und ich habe wieder einmal diesen Batzen Farbkarton verwendet. Das heißt fröhliche Muster, und ja, das war ein Geschenk aus der Celebration. Ihr müsst mal sehen, was euch österlich vorkommt, was ihr mögt und was ihr habt. Also Farbkarton in grüner Apfel. In der Größe 16,5 x 20,3 cm und es wird rundherum gefalzt bei 3,2 cm. Und wir schneiden ein von der einen Seite und von der anderen Seite und schrägen die Löschenden ab. Wird gefalzt. Und zusammengeklebt. Das wäre der Boden. Den legen wir zur Seite. Dann kommt der Deckel und der hat die Maße 18,1 cm mal 14,4 cm. Und es wird gefalzt rundherum bei 2 cm. Und wir schneiden wieder ein, wie vorher auch, beiden Seiten. Aber es wird noch nicht zusammengeklebt.
Dann brauchen wir Designerpapier. Und zwar eine Größe 10,1 cm mal 13,9 cm. Und das kleben wir uns dann hier auf den Deckel. Wir tragen den Kleber am besten nicht nur am Rand auf, aber hinterher etwas ausstanzen. Dann hängt das nachher so rum. Also flächig auftragen. Dann brauchen wir Farbkarton. Und wir stanzen uns einen Rahmen aus. Wie man hier sieht, ist da rundherum ein Rahmen. Ich verwende die Stanzform. Gewählte Konturen sind im Jahreskatalog. Die sehen so aus. Und ich verwende den zweitgrößten und drittgrößten Rahmen. Dann lege ich mir meine beiden Stanzformen auf den Farbkarton so. Halte die mit Washi-Tape fest, so. Und dann kurbel ich das durch die Stanzmaschine. So erhalte ich meinen Rahmen. Das kann ich auch noch verwenden. Und das ist Müll. Gut, den haben wir schon mal. Dann muss ich mir hier mein Fenster ausstanzen. Dafür nehme ich die kleinere Form. So. Halte mir das Ganze auch mit Washi-Tape am besten fest. Und dann kurbel ich das einmal durch. So, das hole ich mir da raus und das wäre mein Fenster. Dann brauche ich Klarsichtfolie. Findet ihr auch im Jahreskatalog. In der Größe 11 cm mal 8,5 cm. Und das klebe ich mir von hinten dagegen. Lasse ich trocknen und dann brauche ich diese Einsätze. Diese kleinen Kästchen. Ich brauche viermal Farbkarton. In 11 cm mal 11 cm. Und ich falze rundherum bei 3,1 cm. Und ich schneide wieder ein, wie vorher auch. Hier habe ich es nochmal aufgezeichnet.
immer auf den gegenüberliegenden Seiten und dann zusammenkleben. So, wobei ein Unterschied hier ist, die Laschen kürze ich noch etwas ein, weil die sonst überlappen. Also so. So sieht das jetzt aus. Es wird gefalzt und dann zusammengeklebt. Das mache ich viermal und dann setze ich die Boxen hier so rein. Für die Mitte brauche ich auch noch einmal Farbkarton. Und zwar in 9,9 cm mal 10,1 cm. Die kurze Seite, also 9,9, lege ich oben an und ich falze bei 3,1 cm. Drehe das Ganze um 180 Grad und ich falze wieder bei 3,1 cm. Dann falze ich das so und setze das in die Mitte. Damit ist es komplett. Wer möchte, kann das festkleben, aber wenn es gefüllt ist, hält das auch so. Dann kann man die Ostereier hineinpacken. Und weiter geht es nochmal mit dem Deckel. Den haben wir hier. Wir bringen Designerpapier an. Und zwar brauchen wir zwei Streifen in 1,7 cm mal 13,9 cm. Das sind diese langen. Und zwei Streifen in 1,7 cm mal 10,1 cm. Das wird dann aufgeklebt. Thank you.
Und dann können wir das Ganze zusammenkleben. Da kommt jetzt noch unser Rahmen drauf. Und dann brauchen wir noch ein Häschen. Da habe ich schon mal vorgearbeitet. Da hätten wir die Möglichkeit, dieses zu nehmen. Und zwar habe ich gestempelt auf Farbkarton in Grundweiß dieses Häschen mit Memento-Stempelkissen. Und dann habe ich es koloriert mit Stamping Blends. In den Farben. Das sind diese natürlichen Hauttöne in den Farben SO 400 und SO 700. Das kann man jetzt hier mit einem Glue Dot anbringen. Und dann habe ich noch ein Bändchen da dran gemacht. Das passt schon zu den Möhren, finde ich. So, das packe ich mir dahinter und dann kann das hier drauf. Dann können ein paar Möhren dazu. Die sind auch in dem Stempelset. Das habe ich mir dann auch koloriert. Die Stamping Blends sind immer prima dafür. Könnte man eben so einfach da unten hinpacken, zum Beispiel.
So, und dann hatte ich noch eine sehr schöne Idee. Da habe ich auch schon ein Video für gemacht. Man könnte dem Häschen noch eine Blume an den Hals setzen. So zum Beispiel. Mit 3D-Effekt. Also finde ich schon nicht schlecht. Das mache ich mal mit einem Glue-Dot wieder. So, wer möchte, kann auch noch eine zweite Möhre anbringen. Ist alles Geschmackssache. Hier noch vielleicht. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Noch ist ja ein bisschen Zeit bis Ostern. Da habt ihr doch eine schöne Verpackung zum Verschenken. Alle Produkte, die ich hier gezeigt habe, die könnt ihr auch bestellen bei mir. Ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin. Und wenn ihr Fragen habt, wendet ihr euch auch gerne an mich. Alle Kontaktdaten findet ihr im Abspann. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!